Ja, ich muss euch kurz etwas zeigen. Das da, was ist das? Rotgut. Aha. Okay, cool. Ja, bis zum Part, bis gleich. Hallo, liebe Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Willkommen, ja, Blade Flurry kommt raus. Das ist ein Skill, der extrem viele Blades ringsum macht und der sehr schnell ist. Und diesen Gem möchte ich gerne dann nutzen. Wenn es eine neue Season ist, fange ich mit dem an. Wenn es keine neue Season ist, also wenn es schon früher rauskommt, ja, es wird wahrscheinlich früher raus, kommt dann 2.5 oder so. Wahrscheinlich 2.4 oder so. Dann tue ich es nicht. Okay, der Helm ist gar nicht so gut. Bringt mir nichts. Level 25, aha. Okay, ich freue mich riesig drüber. Blade Flurry. Schaut mal auf der offiziellen Webseite nach. Ist ein richtig toller Skill. So. Ich hoffe, er ist genug stark, aber ich wette, der ist genug stark. Ja, genau, also ich war letztes Mal bei Merrill. Jetzt muss ich hier weitermachen. Ich glaube, ich habe Merrill im Livestream gemacht, oder habe ich das jetzt hier in einer Aufnahme gemacht? Weiß es nicht mehr. Ja, also, gehen wir weiter. Ich will unbedingt den auch zeigen, weil es so viel Spaß macht. Er macht einfach unglaublich viel Spaß und ja, ich hoffe, er wird noch viel besser später. Mit Zyklon sowieso. Ja. Aber wir müssen unbedingt noch den Ring finden, der Mana gibt. M-A-E-K gibt. Also Mana after each kill gibt. Und ja. Also ich bin heute mega glücklich. Ich habe ja das Gespräch über die Finanzen gehabt und meine ja, Betreuerin, mein Beistand hat gesagt, dass ich mein Geld jetzt wirklich auch ausgeben kann. Auch ja, weil ich eben jetzt auch ein Konto habe. Ich gehe morgen in den Medienmarkt und kaufe mir mal ein paar Sachen, gell? Und so haben wir auch dieses Let's Play natürlich davon profitieren mit dem neuen Mikrofon und dem Headset, das ich kaufe. Jo. Ich freue mich drauf. Auf jeden Fall. Weil die YouTuber stehen ja auf gute Qualität, also ich komme ja immer nicht nach, oder? Aber wenn ihr bessere Qualität haben wollt, bekommt ihr sie natürlich auch. Ich habe genug Geld. Ich bin fast reicher als jeder Schweizer bald. Also fast alle Schweizer. Also fast alle Schweizer. Die normalen Schweizer. Die haben ein richtiges Konto. Ich bin halt einfach ein riesen... ja, ich tue mein Geld sehr gut anlegen. Okay. Und wenn hier auch Spenden kommen, freue ich mich natürlich noch mehr. Also, es ist einfach etwas. Ich gebe das Geld sicher mal nicht für Games aus oder für Hardware. Ich gebe nur mehr ein Sackgeld aus und da habe ich 500 Euro drauf. Da kann ich mal richtig zuschlagen. Boom. Ich lieb das, ich lieb das. Explodier, explodier. Explodier richtiger. Dankeschön. Ja, ich bin wieder. Ja, das ist eher Asthma jetzt. Ich habe Asthma, also allergisches Asthma seit meiner Kindheit. Und deshalb, ja, bin ich einfach nicht so fit. Jo, und deshalb bin ich halt manchmal Asthma krank, aber ja, da kann man auch was draus machen. Also ich bin nie durchgehend im Asthma krank und
Ja, muss jetzt einfach sehr viel trainieren. Wahrscheinlich sind meine Abwehrkräfte nicht so gut momentan. Und deshalb kommt das Asthma jetzt momentan mehr durch. Aber wenn ich dann nicht mehr so viel trainieren muss, weil ich dann schon Talent habe, dann kann ich sehr gut auch selber ja recht gut schauen, dass ich gesund bleibe, dass das Asthma nicht durchkommt, durch den Körper durch, nicht ausschlägt. Jo, also. Gott, nerv nicht. Ich habe wieder Diablo 3 gespielt, man merkt es, ich habe wieder die Tasten falsch. Die in Diablo 3 ist es so, dass man die Zahlentasten drücken muss für die Skills. Und hier ist es Q bis E. Und deshalb Q bis T geht's. Q bis T geht's sogar, stimmt. Und das immer wieder zu essen, das macht mir einfach momentan nicht so gut, weil meine Konzentration nicht auch nicht so gut ist und so weiter. Ja, aber ich habe gemerkt, es ist situationsabhängig. Es ist wegen der Situation, ich bin momentan immer am Denken und solange ich immer am Denken bin, ja, kann ich ja nicht gut schlafen und sonstige Probleme habe ich einfach. Jupp. Wir haben immer noch Mana-Probleme, das ist so scheiße. So. Den machen wir. Boom. Bam. 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 Fetz, 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 fetz. Bam. 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 Fetz, fetz, fetz. Bleb, bleb. Die haben keine Knochen, seht ihr das? Die haben einfach mal keine Knochen. Die explodieren einfach in eine Blutbrühe. Ach. Path of Exile ist nicht realitätsnah. Es hat keine Knochen drin. Bam, 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 bam. Ja. Pam, 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 pam. Psch, psch. Danke und tschüss. Ah, ihr wollt auch noch. Okay. Blutsbrühe. Ich putze den Boden. Bei mir wird so geputzt. Ja, mit Blut geputzt. Also, wir brauchen Mana. Wir machen das auch noch dazu. Wir sammeln einfach Mana für den Anfang. Später gehe ich dann natürlich um. So. Haben eher nichts mehr, okay. So. Ja, der will noch. Nix. Der will, der andere will. Sie, nein, er will. Der will. Ah, Rain of War, Sweep, Lecorate. Lecorate! Wir haben Lecorate. Wir machen jetzt Frostblades raus. Und das aus, das nützt ja nichts mehr. Lecorate ist ja nicht, genau. Marty, also Geschoss. Gut. Ja, da können wir den Ring wieder ausrüsten, weil wir bei dem ja Colt reinkommen. Egal. Weil wir das Colt ja über die Hardhead Aura bekommen, ist das nichts mehr. Arctic Armor können wir noch benutzen. Punktur, du musst... Okay, Punktur kannst dort auch rein. Und sonst? Faster Attacks.
Ja, dann kannst du nirgends hin, hä? Mal kurz hier wechseln. Ja. So, jetzt hast du hier auch noch etwas, hä? Aber... Ja, Punktur braucht Ding, hä? Du kannst... Ja, du musst noch warten. Dann nehmen wir noch mit... einen roten, nein, einen grünen Gem. Void Manipulation. Void Punt Manipulation können wir ein bisschen stärken. Ja, rüsten wir aus. Aber es ist Bluten. Da bringt es jetzt zum Beispiel nichts. Wollen wir nochmal einen Fast Attack? Ach komm. Und dann tun wir das später leveln. Jetzt brauche ich noch einen Skill, der nennt sich... Oh, Blade Vortex. Nein, werde ich nicht einsetzen. Harald of Ice, da ist es. Das ist das mit Crit, gell? Shatter, was heißt Shatter? Ich glaube, das heißt Ding, hä? Machen wir mal... Nein, Frostblade weg. So. Und was noch dazu? Ich brauche noch... Warte, was haben wir? Einen blauen Gem haben wir noch. Concentrated Effekt. Das brauche ich später. Sehr gut. Wunderbar, wunderbar. Jetzt können wir hier nochmal ein Level machen. Soll ich das nehmen? Ja, ja. Oh, wir werden der höchste Leecher. Ich werde natürlich Life Leech dann später benutzen. Und das nicht mehr. Deshalb. Jetzt gehen wir in die Spinnenhöhle. Ah, das ist drüben. Oh, ist das krass. Ich liebe einfach Lekorate. Ich lieb's. Lekorate. Lecker. So lecker. Ach, danke schön. Ich lieb das einfach. Ich lieb's, weil ich so liebe. Ich lieb's, weil ich's liebe. Also ich muss kriten. Ich muss mehr auf Krit machen. Aber am Anfang nützt das sowieso nichts. Okay. Also den kann ich auch noch. T einsetzen. So. Kann ich auch noch ausrüsten. Jetzt bin ich noch ein bisschen defensiver. Sehr gut. Sehr nützlich. Als Nahkämpfer ist das Ding sowieso nützlich. Arctic Armor. Es gibt immer noch kein Game, der ähnlich ist. Also dieses Feuer Molten Shell. Aber das ist nicht so ähnlich. Bei den Attacken haben sie sehr viel Ähnliches. Also Blade Vortex ist so gleich wie dieses Blade Shatter. Einfach gleich ungefähr. Aber es ist ein Channeled Skill, deshalb möchte ich es auch mal einsetzen, weil die neuen Channeled Skills, die sind schon gut. Ja, ja. Wie schnell das einfach ist, weil wir so viele Unix haben, die schnell machen. Und wir haben schon den richtigen Ding gefunden, ja? Stirb! Nein, stirb! Du Mistvieh. Aber einen Dolch, einen Degen haben wir gefunden. Tot. Eine Klaue nehmen wir mit. Das Schild brauchen wir nicht. Oder nehmen wir mal mit. So, jetzt können wir gleich mal schauen. Oh, Fire Damage. Ja, den können wir dann bald rausnehmen. Hä? So.
Sockt Melee-Games. Brauche ich aber nicht. Nie. Weil Reflekt, ja, ist nur Reflekt drauf. Ist relativ schwach, ja. Life Leech ist schon gut, aber so nicht. So, Physical Projekt Attack Damage, nö. Waffen Elemental, Fast Attack, Melee, Physical Damage. Melee, Physical Damage. So. Jetzt muss ich schauen, ich muss da unbedingt ändern. Ah, Ding haben wir nicht. Komm bitte mehr Rote. Das ist ja wieder eine Geschicklichkeitswaffe. Ich setze jetzt den letzten noch ein und dann ist es rot. Ach, Kaka. Ja, ich wollte mit dem kombinieren. Wieso ist das eigentlich rot? Ja, wir legen mal das hier hin. Hä? Das, das und das können wir mit... Ah, Melee Splash können wir dann hier kombinieren, wenn ich hier da rot hätten. Also eben Punktur muss jetzt eingesetzt werden. Habe ich auch drin. Ah, jetzt will ich noch kurz schauen, ob wir ein anderes Item einsetzen können. Hier ist zwar nix. Sind nicht so gute. Ich brauche unbedingt noch ein Ding für den hier. Oder den hier. Nein, für beide eigentlich nicht, aber ich will schon relativ schnell haben. Einen Sockel. Hä? Müssen wir einen Sockel dann machen? Ja, ja. Gut. Ja, was brauchen wir denn noch? Vielleicht den hier. Das ist 12. Da ist schon Cold Damage drauf. Nein, bis 32. 16 bis 29. Nehmen wir doch den. Ja, müssen das wegen dem Sockel. Müssen das nehmen. Wegen dem Sockel. So. Und was soll ich noch nehmen? Ich wollte doch irgendwas noch nehmen. Ah, genau, den haben wir. Ja, eben. Kann ich nicht aus... Also... Also, es ist eine Axt. Cleaver ist das. Das sieht aus wie ein Hammer, aber es ist eine Axt. Okay, dann können wir noch nehmen. Und, die Schuhe sind ja schlecht. Der Helm ist schlecht. Vielleicht diesen hier, hä? Nein, können, müssen wir auch nicht. Wir können nicht brennen. Das ist schon gut für später, aber dann ist es halt mir auch wieder schlecht. Oh ja, das nehme ich. Da muss nämlich Cold Damage auch wieder weg. So. Jetzt hier hin, hä? Hier hin wieder. Was hätten wir sonst noch? Nix mehr. Aber schon gut, hä? Das ist ein guter Basketrap hier. Und der Belt ist auch richtig gut. Super, hä? Heftigst. Einfach genial. Ja, den können wir noch hinlegen. So. Und jetzt machen wir mal hier. Ich muss die mal hier reinlegen. Diese Kombination hier, es ist alles mein.
So, das ist für den Charakter. Und beim AS muss ich die noch reintun. Gut. Jetzt legen wir los, hä? Ich weiß jetzt gar nicht, ich brauche Leben, hä? Da muss ich ihn besiegen. Ja, ich muss ihn sie sowieso immer besiegen, wenn sie nur Schrott gibt. Was hat denn die App Probleme? Also die Gegner explodieren immer. Oh, Lightning Damage. Ja, müssen wir nicht haben. Ich dachte ein besserer Game. Also mir geht es momentan sehr gut. Die Qualität wird hoffentlich auch wieder ein bisschen steigen. Und ich kann jetzt in ein FC gehen. Habe einen Hallenfußball. Über den Winter noch. Und ab März, April gehe ich dann nach zum FC Basel. Ich werde die Reise antraben. Und ja. Hab natürlich dann weniger Zeit zum Let's Playen. Aber ich werde euch versprechen, ich höre nie auf zu Let's Playen, egal wie berühmt ich werde. Weil es einfach mein Hobby ist. Und ich habe auch die Kanalbeschreibung geändert. Also die Kanalinformation. Schaut mal dort rein, was ich dort geschrieben habe. Das ist für alle wichtig. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall über weitere Parts mit euch. Path of Exile ist einfach ein perfektes Spiel für mich. Wenn auch ein bisschen zu schwer. Aber na gut. Kill Aria. Ohne Ding schaffe ich die locker. Ohne Totem, ohne Double Strike, Valve, Double Strike. Ohne. Nur Leckeret eingesetzt. Kein Punktur eingesetzt, kein Frostblade eingesetzt, kein Wahl Double Strike eingesetzt. Nur mit dem Leckeret habe ich die besiegt. Völlig easy. Schon heftig stark, hä? So, ja, die Entwickler machen sowieso. Die nerven für die Nahkämpfer unter uns, nerven die Gegner, weil die sind ja One-Hit. Die killen uns One-Hit. Also schon extremst. Ja, mit der SRS-Switch werde ich dann auch natürlich Shaper und so machen, wenn ich es schaffe. Und so weiter, aber mit dem werde ich vor allem das Wahllabyrinth mal vormachen, bis ich die optimalen Items habe. Und so weiter, also. Das werdet ihr dann alles noch sehen in diesen Parts. Und jupp. Schreibt mir mal ein paar Sachen, wenn ihr Lust habt. Zum Beispiel Fragen stellen oder einfach gute Kommentare bitte. Keine Werbung natürlich, ich werde alle löschen. Die kommen erst gar nicht an, weil sie gefiltert werden. Also Werbung ist auf mehr. Meinem Kanal natürlich nicht willkommen. Und das liegt einfach daran, da ich neutral bin, möchte ich niemanden so in diesem Sinne helfen. Jeder darf mir gerne persönlich anschreiben per PN, wenn er mal Hilfe braucht für seinen Kanal oder sonst irgendwas. Aber per öffentliche Bekanntgabung, nein, danke, mache ich nicht. Also ich lehne alles ab automatisch. Das lese ich nicht mal mehr. Weil es wird ständig nur, die ganze Zeit nur Werbung gemacht. Boah, ist der Gegner schnell tot gewesen. Ist der heftigst. Wie OP wir sind. Gut, dann werde ich wahrscheinlich mal hier das Juwel Socket nehmen. Weil Leben brauchen wir jetzt noch nicht. Tausche die dann einfach aus. Ich brauche Life Leech jetzt noch nicht.
wie viel Schaden wir machen. Boah. Also ja, heftig, so ist jetzt diese Lecret da. 195 DPS. Das ist ja fast mehr als die Feuerball-Zauber macht. Bald haben wir mehr. Die macht, glaube ich, wie viel macht er sie? Haben wir noch gar nicht nachgeschaut, hä? Müssen wir mal nachschauen. Aber eben die hat keine Items, also nicht alle Items mehr. So, dann gehen wir weiter. Sieht süß aus, hä? Mit diesem Hadret. Süßer Charakter. Ach, willkommen, lieber Charakter, hä? So, jetzt haben wir 25 Minuten. Jetzt machen wir noch ein bisschen. Aber ich werde den Charakter natürlich jetzt noch ein bisschen weiter spielen, damit wir nicht alles im Livestream machen müssen heute Abend. Und schaut doch mal bitte vorbei. Er ist nicht so beliebt. Ein Path of Exile kommt um 10 Uhr heute Abend. Also immer um 10 Uhr. Ja, ich hoffe, ihr könnt genug lange dabei sein. Sonst dürftet das Video natürlich immer wieder schauen. Hä? Ich lade es ja immer wieder hier hoch auf YouTube. Jo. Wieso tut die Kamera denn immer so ruckeln bei diesen Wegen? Das ist mega scheiße. Wieso haben die das reingemacht? Also ja, schaut jetzt. Man geht jetzt rüber. Seht ihr? Wenn ihr jetzt hier entlang gehen, die ganze Kamera wackelt. Wieso ist denn das so? Oh, sollte 3D verwirklichen und so. Aber ich meine, ständig das Game laggt. Das ist nur das Geruckel der Kamera. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Das ist heftigst. Und da meine ich immer, es läuft nicht flüssig. Eieieiei. So, jetzt haben wir 28 Minuten, jetzt sporten wir noch kurz. Ich mache ein bisschen länger das Video. Da wir noch Kraitlin besiegen wollen. Tschüss, Gegners. Gut, das habe ich so gut Tränke, hä? Prima, jetzt stirb. Oh, ist der schnell tot? Wir sind einfach zu stark. Ja, der Game ist auch nicht balanciert. Also Wahl Double Strike ist extrem stark. Den setzen so wenig ein. In den Build Guides werden die nie empfohlen. Nie empfohlen. Ja, Dankeschön und bis zum nächsten Part. Tschüss.